Ja, also hier diese drei Beispiele, durchmischte Zone und euphorische Zone, kleiner, größer, gleich groß. Ja, über Licht und Wärme werden wir also uns hier nicht sehr weit auslassen, aber natürlich wird also auch das Licht, die einfallende Strahlung, irgendwann in Wärme umgewandelt. Und je tiefer diese Strahlung eindringt, desto besser verteilt sich natürlich auch die Wärmeentwicklung. Wenn das in den Oberflächenschichten bereits passiert, wird also das Hypolimnion relativ kalt bleiben und so weiter. Trophie. Jetzt ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Trophie ist eigentlich der Ernährungszustand oder die Produktionsmöglichkeiten von Phytoplankton. Eutroph heißt eben sehr gut ernährt oder sehr gut gedüngt, je nachdem, und Oligotroph eben wenig gedüngt. Welche Faktoren sind hier ausschlaggebend? Natürlich das Licht, die Temperatur, die Wasserbewegungen, das haben wir vorhin gesehen. Klarerweise die Versorgung mit Kohlenstoff, mit CO2, aus dem ja organische Substanz produziert wird. Dann die Nährstoffe und Spurenstoffe, also Phosphor, Stickstoff, Eisen. Und klarerweise habe ich genügend Biomasse an aktiven Produzenten vorhanden und haben diese Produzenten die Fähigkeit, sich an diese verschiedenen Bedingungen rasch anzupassen. Hier ist ein Beispiel. Oben sehen Sie also diese klassische Kurve, die wir ja schon gesehen haben, mit Lichtlimitierung, Lichtsättigung, Lichthemmung. Und darunter sieht man dann jetzt drei theoretische Konstruktionen. Was ist da dargestellt? Sie sehen links aufgezeichnet drei Situationen, die das Licht ausmachen. Ja? Die Grafik hier, die zweite von oben, da haben wir sehr gute Lichtbedingungen, also 1700 Mikroeinstein pro Quadratmeter und Sekunde. Dann haben wir mittlere Lichtbedingungen und unten haben wir sehr wenig Licht. Ja? Dann haben wir diese drei Kästchen von links nach rechts. Da haben wir einmal Biomasse ist 1, also wenig Biomasse, dann Biomasse ist 10 und dann viel Biomasse, 50, immer in Mikrogramm Chlorophyll pro Kubikmeter angegeben. Das heißt, das ist die Standardangabe, wie viel Chlorophyll pro Kubikmeter habe ich. 1 wäre sehr oligotroph, 10 ist schon okay, 50 ist dann relativ hoch. Und Sie sehen jetzt, wie diese Vertikalprofile ausschauen. Bei Starklicht und wenig Biomasse habe ich also ein bisschen Produktion, und zwar das Maximum etwa in 5 Meter. Wenn das Licht abnimmt, wandert die maximale Produktion eher nach oben, ist aber sehr gering. Wenn ich eine mittlere Biomasse von 10 Milligramm Chlorophyll pro Kubikmeter habe, dann habe ich bei Starklicht auch das Maximum irgendwo in 2 Meter. Und das Ende der Fahnenstange ist dann etwa in 10 Meter. Wenn ich sehr viel Biomasse habe und starkes Licht, dann sehen Sie, ich habe starke Lichthemmung an der Oberfläche. Die Primärproduktion findet aber vor allem oben statt, aber die Biomasse der Algen führt dazu, dass diese Kompensationsebene auch nach oben wandert. In 5 Meter ist bereits Schluss, weil die Algen ja sich selber das Licht wegnehmen. Sie sehen also diese 3x3 Bedingungen, wie unterschiedlich sich das dann gestaltet. Wenn ich sehr wenig Licht habe, also die untersten drei Beispiele, dann habe ich eigentlich keine Lichthemmung. Und ich habe aber die Kompensationsebene auch nicht sehr tief, weil eben zu wenig Licht bereits an der Oberfläche da ist. Also ich finde das zwar stark schematisch, aber man kann sich sehr gut vorstellen, wie sich also die Produktion, die Kompensationstiefe, die Eindringtiefe von Licht verändert, je nachdem, wie viel Phytoplankton, Biomasse und wie viel Licht vorhanden ist. Ja, hier ist es noch einmal dargestellt, und zwar schauen Sie, das sind über 5 Größenordnungen. Wir schauen uns jetzt nur mal die schwarzen Punkte an. Das ist also Phytoplankton. Da ist die Biomasse wieder in Chlorophyll pro Kubikmeter, 5 Größenordnungen. Und die Primärproduktion, diesmal ausgedrückt in Sauerstoffproduktion pro Stunde,
sehr, sehr eng korreliert. Sie sehen, also R Quadrat ist da 0,88. Es geht also über 5 Größenordnungen, kann man also diese Dinge vergleichen. Wenn man dann benthische Algen, also Bodenalgen nimmt oder Makrophyton, dann schauen diese Makrophyten, also Gefäßpflanzen, schauen diese Kurven ein bisschen anders aus. Das sind also alles Organismen, die also im Wasser oder auf dem Sediment im Wasser leben. Ja. Also eine sehr enge Verknüpfung zwischen Chlorophyll A und Primärproduktion, sodass man dann in der Regel nicht mehr die Biomassen selber bestimmt. Man kann also Chlorophyll A relativ gut messen, muss natürlich wissen, dass das Verhältnis von Chlorophyll A zur Algenbiomasse sich auch unter bestimmten Bedingungen verändern kann. Ist also kein absolutes Maß, aber in einer doppelt logarithmischen Auftragung sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja, dann kommen wir noch zu einem Extrem. Es gibt auch Phytoplankton oder Plankton, sagen wir mal so, Bakterioplankton, photosynthetische Bakterien, die auch dort noch wachsen. Sie sehen hier unten aufgetragen wieder 110, 1, 0,1, 0,01, 0,001% der Oberflächenstrahlung. Es gibt also Bakterien, die also dort noch wachsen können, wo die Algen nicht mehr wachsen. Das heißt, in der sogenannten aphotischen Zone können die natürlich noch langsam Primärproduktion betreiben. Oft sind es also Bakterien, die eben nicht nur von der Primärproduktion, sondern auch von organischen Substanzen oder von anderen Prozessen leben. Aber es ist, glaube ich, interessant, wir hätten also rechts wäre die Produktionszone für Phytoplankton, die lehrbuchmäßig hier dargestellt ist, und links die aphotische Zone, wo es aber doch noch bakterielle Produktion gibt, die man in dem Fall ein bisschen anders misst. Ja, wie hoch sind jetzt die Wachstumsraten von Phytoplankton, benthischen Makroalgen und wurzelnden Makrophyten? Sie sehen hier, in welchem Bereich das ist. Das sind also die Wachstumsraten μ, Mittelwerte, zum Teil relativ hoch, 1, ja. Dann wieder sehr, sehr niedrig, 0,03. Damit man sich das vorstellen kann, wie also Biomasse und Wachstumsrate zusammenhängen, habe ich hier ein paar der elementaren Beziehungen nebeneinander hingestellt, zum Beispiel auch die Verdopplungszeit, ja, und habe Ihnen das in dieser Tabelle zusammengestellt. Also wenn die Wachstumsrate 0,693 pro Tag, pro Stunde, pro was auch immer betrifft, also den natürlichen Logarithmus von 2, habe ich also in dieser Stunde, in diesem Tag eine Verdopplung der Biomasse erreicht. Sie sehen aber, dass die Wachstumsraten für viele dieser Bakterien zum Beispiel relativ niedrig sind, also 0,1 oder 0,01. Da wird also die Biomasse entsprechend langsam zunehmen. Ja, Produktion, schließlich letzte Folie, wie viel wird da produziert? Das ist ganz interessant, wenn Sie zum Beispiel denken, wie viel produziert ein Wald, wie viel produziert eine Wiese. Das ist hier angegeben in Gramm Trockenmasse pro Quadratmeter und Jahr. Das wären also dann unten, schauen wir mal bei den Emergent Floating Macrophytes, ja, diese Eichhornia crassipes zum Beispiel, die sind also, schaut aus wie Salat, der an der Oberfläche schwimmt, die produzieren 4 bis 6 Kilogramm Trockenmasse pro Quadratmeter und Jahr. Wenn wir wissen wollen, wie viel Kohlenstoff ist, muss man das durch etwa 2 dividieren. Nur zum Vergleich, Sie können es dann vergleichen, was produziert ein Wald, was produziert eine Wiese. Es ist relativ produktiv. Dankeschön.